Also ich habe jetzt das zweite Mal den Ben hier erlebt, habe mit ihm das Fotoshooting auch schon gemacht. Und das ist jedes Mal wirklich so eine einfühlsame Atmosphäre, so, wo er wirklich ganz speziell auf die Stärke von mir persönlich eingeht, beziehungsweise von dem, mit dem er dann arbeitet. Und ich habe mir mitgenommen, dass ich einfach noch viel mehr auf mich achte, wie ich mich darstelle, wie ich auch nach außen wirke. Zum einen war dafür das Feedback in der Gruppe sehr gut, worüber kam, okay, Sie sehen mich so. Ich denke, hey, ja, habe ich manchmal ganz anders gesehen oder anders erwartet. Und das einfach für mich dann integriere und sage, wenn mich die Gruppe so sieht, dann bin ich offensichtlich so im Außen. Und das dann wirklich für mich mit einbringe, entweder verbessere oder eben dann wirklich sage, hey, da habe ich eine Stärke, die kann ich bisher noch gar nicht. Also mir hat gefallen, dass wir innerhalb der Gruppe, wo wir gearbeitet haben, sehr persönlich rangehen konnten, einzelne Themen ansprechen konnten, die jeder hatte. Und dass der Ben da wirklich so ein Gefühl hat, wie er mit den Menschen arbeitet. Wo er sagen kann, hey, schau nochmal dahin, nimm das Gefühl nochmal an diese Position einfach mit. Sodass er also wirklich in die Gruppe eingeht, auf die Gruppe eingeht, auf die einzelne Person in der Gruppe eingeht und so ein gesamtes Gruppenerlebnis schafft.